zwischen Daniel oder irgendwem anders. So, und da sind wir dann beim zweiten Oh, Teil. warte mal, da unten ist einer. Wenn er ein Cap auf hat, erschieß ihn. Der hat Militärrucksack. Und da unten ist denn. Hey, Daniel! Daniel! I'm on the ship. I'm the friend of the guy who just got shot near you. Friend of Ste Hello. Kannst Stefan sagen, weil er hat ja, er weiß ja, wie ich heiße. Hello, I'm the friend of Stefan. Da unten ist So. noch einer. Der andere, der ist mir nicht geheuer. Der andere ist auf jeden Fall der Schütze. Weiß ich nicht. Also der Daniel und der, die sind zusammen unterwegs. Oh, Okay. scheiße. Lol, ich bin vom Schiff gefallen und tot. Nein! Ich bin so ein Depp. Nein! Ich bin so ein Depp. Also haben wir den zweiten Teil dieses Let's Plays hier. Was mit dem ersten Teil passiert ist, Operation Daniel ist ja leider fehlgeschlagen. Ja, fangen wir wieder von vorne an. Jo, ich würde auch gleich mal sagen, ich mache jetzt hier nochmal eine kurze Pause und eventuell dürfen wir, also zumindest in meiner Aufnahme meine ich jetzt, und eventuell dürfen wir gleich noch einen dritten bei uns im Bunde begrüßen. Ja. Kleiner Augenblick. Dann schauen wir schon mal. Hier haben wir schon mal nichts mehr drin. Damn Evasion Skills. Da haben wir den nächsten. Oh. Oh, damn, hier wird gleich geschossen. Das heißt, ich verpiss mich mal von hier. Und zwar ganz, ganz schnell. Eigentlich wollte ich mir den Boxkampf gerne angucken, aber wenn jemand mit Waffen zu einem Boxkampf kommt. Das ist unfair. Ist unfair. Das ist sehr Einfach unfair. Game-breaking. Da würde ich sogar Imbar schreien. Ich finde, Waffen sind im Faustkampf total overpowered. Natürlich haben die hier schon alles leer gelootet. Das heißt, also für mich heißt es gleich nächstes Dorf. Ja, das kommt mir immer auch sehr bekannt vor. Jo, I'm walking down the yes, road. Indeed, I'm walking. You and me, I'm walking. You come back to me. Oh, ich habe wieder meine sexy Lagerhalle gefunden. Sexy Lagerhalle. Ein rosa, sexy rosa Cap. Aber Ey, ich werde sexy jetzt rosa Cap. Dieses Mal nicht den Fehler machen und werde wieder zum Schiff laufen. User was moved to your channel. Hallöchen, User. Ja, ich habe den Takeshi schon mal reingemoved. Der ist noch kurz AFK. Eine Vitamin-Einheit sich zuführen. Wenn ah, weiß, ja, ja. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. So auf dem Balkon, weil... ja, die stinken, ja immer, die stinken immer so, wenn man sie ja, angezündet ja. hat. Ja. Ich verstehe schon. Diese Vitamine, dieser unangenehme Vitamingeruch. Ja. Ich werde mich jetzt erstmal landeinwärts schlagen, habe ich beschlossen. Okay, ja, ich bin jetzt gleich wieder auf deinen Server drauf. Ach. Nee, ich muss doch noch mal kurz vor deinem Server runter, weil mir ist die ganze Zeit schon was Nerviges aufgefallen. Mein Char hat vor seinem Namen so ein hässliches T gehabt, immer vor dem Server. Ja, habe ich auch gesehen. Wollte ich dich noch ansprechen, aber habe ich irgendwie vergessen. Ja, und ich habe es immer vergessen, wenn ich dann mal tot war von den vielen Gelegenheiten, dass ich das wegmache. Ah, Tatsache, ich habe jetzt, ich trinke gerade. Vorm so, Fluss. Da sind wir auch wieder bei mir in der Aufnahme. Oh Gott, mir kommen direkt zwei entgegen. Auch bewaffnet, aber die sehen mich nicht. Laufen straight an mir vorbei. Gut, gut, gut. Uiuiui. Ja, wir sind wieder da, nachdem wir jetzt, als wir Daniel getroffen haben, unseren schönen Schweden, nachdem wir da sehr dämlich von diesem Schiff runtergefallen sind, aus eigener Blödheit, sind wir jetzt wieder am Start. Man kann es auch einfach eine ausweglose Situation nennen, weil du wusstest, dass du eh sterben wirst wegen dem Schützen. Kam mit dem Druck einfach nicht mehr klar. Richtig, richtig. Also spontanes 5-Minuten-Burnout nennt man das auch. Richtig. Ist in der Tat in der Psychologie relativ weit verbreitet, dieses Phänomen.
Ich konnte und wollte einfach nicht mehr. Ja, leider gibt es kaum verwertbare Ergebnisse, weil man die Patienten nie länger als 5 Minuten beobachten kann. Jo, ich versuche jetzt auch mal Richtung Elektro, glaube ich, zu laufen, anstatt mal andersrum. Ja, ich werde mich hinten über die Wälder anschleichen in die nächste größere Stadt. Dort werde ich mich equippen und dann machen wir Blutkäse. Obwohl, ich gucke jetzt mal hier lang einfach weil ich es mal kann und hier schon länger nicht mehr war. Und da oben ein paar Häuser sind, wo vielleicht auch noch nicht so viele Leute waren. Lalalala. Ja, da ist die Fehlermeldung wieder. Ich fühle mich schon wieder heimisch. Ach ja, was ist das schon wieder für ein Stream? Es passiert viel komisches Zeug, Ja, aber nur wieder mal nichts Sinnvolles. ich habe ein Salin-Bag gefunden, aber mitnehmen tue ich den jetzt nicht. Zumindest Ja, nicht wenn ohne du. Rucksack. Ja, eben, wenn du noch nicht viel Platz hast, dann bringt er dir eh noch nicht so viel. Nee. Und vor allem, wenn du eh alleine unterwegs bist, momentan. Richtig, dann bringt der noch weniger. Ich habe es tatsächlich mal versucht, jemanden mit einer Axt zu bedrohen, damit er mir das Blutpack gibt, was ich ihm hingeworfen habe. Hat nicht funktioniert, ich musste ihm dann doch den Schädel spalten. Er ist weggelaufen. Und bin noch hinterhergelaufen und habe ihm gesagt, ey, gib mir zumindest mein Bloodpack wieder. Ne, wollte er nicht. Also musste er sterben. Ist ja auch logisch. Ich finde, Oh, das ich ist habe eine. zumindest schon mal wieder eine Payday-Maske gefunden, übrigens. Das ist eine logische Konsequenz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe immer noch dieses stylische rosa Cappy. Ich sehe es schon, ja. Sorry. Ich. Ja, kein Ding. Aber ich habe wieder die hässliche Payday-Maske fürs Erste gefunden. Weiß man, ob auf Jägerständen schon was spawnt? Ich habe bisher noch nichts da gefunden, sagen wir es mal so. Aber ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in dieser alten Scheune da, wo du diese zwei Heuböden hast, links und rechts, was gefunden. Oh. Also das hatte ich davor auch noch nicht vor dem letzten Patch, von Ja. daher. Weil da habe ich gerade die Dallas-Maske gefunden, also nicht Dallas, also Hoxton. Schuhe habe ich hier gefunden und einen Kugelschreiber. Ist ja auch normal, dass jemand auf dem Bauernhof mit Schuhen und einer Hoxton-Maske rumläuft. Ja, also Working Boots auf dem Bauernhof, weißt, das kann man schon mal erwarten. Ja. Oh, und hier So. ist sogar ein Brunnen. Oh, ich wurde gerade in TS angeschrieben. Das könnte doch der Takeshi gewesen sein. Ja, Takeshi, du bist auch schon im Channel. Sag doch mal was. Stell dich doch mal vor. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, Takeshi, wie er lebt und lebt. Hier ist er. Der unvergessliche und sehr vergessliche Takeshi, ja, ich Ja, du weiß. musst dich übrigens dreimal vorstellen im Endeffekt. Weil du bist sowohl im Stream als auch in der YouTube-Aufnahme von Trap Check und in meiner YouTube-Aufnahme. Ja. Wir Dann werden hallo, jetzt. Jo. liebe Zuschauer von Haggis, Trapjack und Twitch. Ich bin der sehr vergessliche und unvergessliche Takeshi. Hey! Herzlich willkommen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, die richtig dicke YouTube-Kohle zu machen. Oh ja, YouTube Money! Genau. Da kann ich ja auch schon mal als ersten Cliffhanger für eure nächste Folge sagen, dass ich dann das Rätsel um Ibrahimovic auflösen kann. Oh ja, das haben die aber glaube ich gar nicht so mitbekommen, ja. Also wie gesagt, mir war das Sinn ein bisschen von diesem Satz, ist mir ein bisschen ferngeblieben. Ja, das ist ja der Cliffhanger. Achso. Ja. Oh, bei mir kommen gerade jede Menge Zombies, Militärzombies, andere Zombies und ich habe nur Fäuste. Jetzt kommt der zweite Zombie dazu. Jetzt kann ich mich langsam nicht mehr erwehren. Und ihr könnt mich auch gleich nochmal beglückwünschen. Ich habe heute das zum allerersten Mal nach zig Stunden bei DayZ meine erste Mosin gefunden. Yay, ich habe heute meinen ersten Shotgun-Kill gemacht. Ich habe mich wieder gefühlt wie in der Mod. Aber ich wurde kurz danach von dem Kumpel, von dem Typen, wo ich erschossen habe, erschossen. Wie in der Mod. Wie jeder Mod, ja. Ja, ich bin heute erstaunlich oft erschossen worden. Also so oft sterbe ich eigentlich auch selten. Kaum nimmt man auf, dann ist die Action da, weißt du? Ja, die wissen alle, dass wir hier Das die sind dicke alle Kohle machen Streamkiller. wollen. Ja, Stream Sniper. Goddamn Stream Sniper. Genau, so kann man das natürlich auch nennen.
So, ich habe jetzt gerade zwei Zombies im 2 gegen 1 mit meinen Fäusten erschlagen. GZ. Ja, danke, das liegt nur an der geilen Maske, die ich aufhab. Ja, die haben sich gedacht. Blutest du wenigstens? Nö. Warum auch? Ja, bin dachte halt einfach Profi, weißt du. Ja, wer bisher die gefühlten 9000 Folgen gesehen hat, die wir heute schon aufgenommen haben, wird natürlich wissen, dass ich eher nicht so Profi bin, aber naja. Oh, ich habe jetzt auch mittlerweile gar nicht mal mehr so viel Ahnung, wo ich bin. Ich laufe jetzt einfach mal so straight Richtung Elektro, zumindest wo ich denke, dass Elektro sein dürfte. Ja, keine Ahnung, wo man ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich sehe Bäume, ich sehe Wiesen, ich sehe Berge. Ich sehe auch Bäume und laufe so einen Berg hoch, wo man nicht ordentlich rennen kann. Ich laufe die im Moment nur bergab. Ja, der Wandersimulator, Daisy. Oh ja, oh ja. Wie oft ich den Satz jetzt insgesamt schon gehört habe. Ja, wir können es halt nicht oft genug sagen. Hast du Bananenschälsimulator schon gehört? Du hattest vorhin Bananen-Ess-Simulator erwähnt, das weiß ich noch. Genau. Es gibt aber auch den Bananen. Hast du aber auch schon gesagt, ja. Also, und Bananenschälsimulator ist das DLC dazu. Ja, da will er auch nochmal Kohle machen, der gute Rocket. Da haut er schon die ersten DLCs raus. Richtig. Weinerei. So wie ich mich kenne, bin ich garantiert jetzt wieder im Kreis gelaufen. Aber das da unten sieht doch nach einer friedlichen kleinen Siedlung aus. Da gucken wir doch gleich mal in die Häuser rein. Ja, ich habe hier nur Wald um mich herum. Und lauf dem Sonnenuntergang, Aufgang, whatever entgegen. Obwohl, wenn ich nach Westen laufe, dann dem Untergang. Ich bin übrigens in Barenzino. Okay, von da aus laufe ich ja gerade voll weg. Also wie gesagt, ich bin Elektro in die Richtung unterwegs und irgendwo, ja, im Nichts. Und ich bin Trapjack und habe keine Ahnung, wo ich bin. Oder in welche Richtung ich unterwegs bin. Das ist ja nichts Neues bei dir, Trapjack. Nee, deswegen habe ich es ja auch gesagt. Ach so. Einfach, ne? For the lulz. Ja, for shits and giggles. Dann laufe ich auch mal der Sonne entgegen. Oh, 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 eine Dose. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Wald, wo ich hier unterwegs bin. Muss man den Wald durchaus lassen. Da vorne kommt ein kleiner See. So. Und eine Straße. Also und da folge ich mal. Verbandsmaterial hätten wir schon mal. Ich habe Painkillers gefunden. Meine Chars tendieren dazu, süchtig nach den Dingern zu werden und fressen die irgendwann wie Drops. Mit einem guten alten Bier hier, mit dem guten alten Rasputin drauf. Ja. Immer eine schöne Mischung. die Rasputin-Painkiller-Mischung, wer kennt sie nicht? Stone zum Häuserkampf. Wie hatte der Rasputin sonst seine Vision, wenn nicht durch Schmerztabletten und Rasputin-Bier? Auch schon, auch wieder richtig. So, da hätten wir auch nichts drin, nichts weiter. Das Problem könnte jetzt natürlich auch sein, dass hier auf dem Server gerade Mittag ist und wenn ich jetzt der Sonne entgegenlaufe, dass ich immer weiter nach Norden laufe und sonst wohin komme. Darüber machst du rechts oder links von dir? Ich bin mitten im Wald. Darüber. Ich kann sagen, welcher Baum rechts von mir ist. Darüber macht ihr euch Gedanken? Mein Gott. Ja, ich laufe gerade immer die Küste entlang. Ja, aber da oben kommen mir Häuser entgegen, wenn ich den Hügel hier weiter hochgehe. Von daher ist das schon mal nicht so schlecht. Vor allem, diese könnten so abseits sein, dass die vielleicht noch ungelootet sind. Ja, das Glück hatte ich gerade. Zumindest waren die Türen zu. Aber war nicht viel drin. Oh, 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 großes rotes Haus, großes rotes Haus.
I hear money. Oh Gott, was ist denn da los? Ach, okay. Da lässt sich gerade einer vom Zombie killen anscheinend. Okay, Operation Großes Rotes Haus muss verschoben werden. Wir haben hier tatsächlich noch einen Zombie, der sich mit uns verscherzen will. Oh, ich glaube, ich bin in Tulge. Oh, ich glaube, wir haben sogar zwei Zombies. Nimm die Fäuste hoch! Ah, und ich blute schon. Der erste Punch und ich blute schon. Ah, ich muss ganz kurz nachgucken, ob das wirklich so da ist, wo ich bin. Ja, ich bin in Tulga gelandet. Ich bin einfach durch den Wald nach Tulga gelandet. Oh Gott! Wurde, während ich kurz rausgetappt war, von einem scheiß Zombie angehauen und blute wie ein Schwein. Erzähl mir was Neues! Zombie. Oh mein Gott, ich mach das erstmal zu Rex und muss mich hier kurz verpissen, bevor ich komplett verblute. Alter, weh, du stehst wieder auf! Nein, ich höre schon den nächsten Zombie, ja, das war aber auch nur, ich mich da einfach mal eben so kurz rauszutappen, um zu gucken, wo ich bin. Ah. Oh, voll ins Gesicht! Der hat zwei Schläge und da geht er schon das erste Mal down! Der Ringrichter zählt schon! And the winner is Trapjack. Und da geht er das zweite Mal zu Boden. Oh. Bleibt er diesmal liegen? Ich weiß es nicht. Nein, er ist wieder aufgestanden. Der Ringrichter immer noch dabei. Guckt hier nochmal nach dem Gesundheitszustand der Kontrahenten. Aber gibt den Kampf wieder frei. Und Trapjack schlägt nochmal zu. Und da geht er wieder zu Boden. Der Ringrichter zählt. Und wir haben einen Parallelkampf. Der gute alte Aegis gegen einen Soldaten mit Helm. Wie unfair ist das, dass einer der Kontrahenten einen Kopfschuss tragen darf. Aber er hat keine Chance. Er geht auch das dritte Mal bereits zu Boden. Er hat hier beide am Boden. Da steht er nochmal auf und er will sich dem Kampf nochmal stellen. Man sieht's hier. Die Entschlossenheit spiegelt sich in seinem Blick wieder. Kommt immer wieder drauf zu. Sucht den Angriff. Sucht die Lücke in der Deckung. Aber schafft es nicht ganz. Trapjack holt aus und trifft nicht. Scheiße. Also ich hab einen schon mal K.O. geschlagen. Ich hab hier zwei, Mann! Ja, hatte ich vorhin auch. Und meine stöhnt jetzt schon, weil er verwundet ist, ey. Oh. Diesmal liegt der eine Zombie auf dem Boden, diesmal auf dem Rücken. Die spawnt und da ist er ausgezählt! Ganz klar! Den ersten hat der Trapjack K.O., schlägt sich jetzt immer noch mit der dummen Kuh hier rum. Und die geht auch zu Boden! Sieg im Doppel-K.O. Boah! Mädels! Kannst du mir gerade erzählen, dass du eine Frau geschlagen hast? Ja, und die Schlampe hat's verdient. Achso, dann ist das in Ordnung. Ich finde das gar nicht in Ordnung. Ich finde, wir können uns nachher über die ethisch-moralischen Botschaften unserer Messages unterhalten. Jetzt könnt ihr einfach mal die Fresse halten und sich euch für mich freuen. Yay, yay. Trapjack! Danke, danke. Oh, ich höre schon den nächsten Zombie, ey. Ja, hört das denn? Mir, hört das denn nie auf? Und da geht der Kampf für Trapjack in die Verlängerung. Ja, ey, Alter, ich hole meine Brüder. Oh, scheiße, wieder eine Olle. Team Zombie ist noch lange nicht am Boden. Also wirklich was gefunden habe ich jetzt hier oben auch nicht, außer fast meinen Tod. Ich weiß jetzt zumindest wieder, wo die Küste ist und wo ich bin. Na dann, hau raus. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich Richtung Elektro gehen soll oder Richtung Schiff wieder. Also, wenn du Richtung Schiff gehst, dann wirst du irgendwann auf mich treffen, glaube ich. Ja, aber ich habe halt noch nichts gefunden. Und gekonnt weicht er und immer Richtung wieder Schiff. Den Schlägen aus. Und Richtung Schiff bin ich schon so oft gegangen und weiß, dass da nicht mehr viel zu essen sein wird, weil ich da schon fast alles abgesucht hatte, was noch nicht abgesucht war. Also ich habe auch noch was zu essen für dich. Wow. Hm. Und natürlich, der letzte Schlag dieser Schlampe trifft und ich blute wieder. Wie hieß denn der Ort nochmal, was du gesagt hast, wo du bist? Ich war gerade in Tulga. Oh. Ja, das ist nicht allzu weit. Aber ich laufe da jetzt gerade an die Küste runter.
Dann laufe ich mal in deine Richtung. Ja, dann laufe ich dir doch mal entgegen, in der Hoffnung, dass du mich verpflegst und durchfütterst. Ja, aber verteidigen kann ich dich nicht. Ich habe zwar eine Mosin gefunden, aber mit Munition... Ah, ich habe Fäuste. Du fuchtelst einfach wild mit deiner Mosin rum und der Haggis tänzelt mit seinen Fäusten ein bisschen daneben rum. Ach, ich habe eine Axt. Und laber den Typen zu. Genau. Damit er sich bedroht fühlt. Oh, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf die Zombies. Nein! Und seht ihr, liebe Kinder, so geht das. Da sind zwei Brüder, die sind auf Krawall aus und der Trapjack sagt, nein! Ich gehe einfach weg. Hallo. Nothing. What's up with you? I have a styling mask. Oh my god, it's the Roadrunner! Lol, ich hab mich da mit zwei so Typen unterhalten und da kam so ein Roadrunner vorbeigerannt, Alter. Richtig vorbeigeflitzt, ja? Ja, war er wenigstens. So gebückt halt, so nach unten, ja. Weißt schon, so nach unten guckend und so, watch your way! War es wenigstens ein Flitzer? War er nackt? Nee, und der andere hat mich gefragt, was mit meinem Face ist, und dann habe ich gesagt, I have a styling mask und so. Ja klar, du gehst ja auch ins New Yorker Ghetto und gibst mit deinen guten Klamotten an. Ist ja, schon mal ein guter Anfang. Ah, die kamen jetzt aus der Richtung, wo du auch kommen wirst, Takeshi. Das ist doch mal... eine Ansage. Weiß bloß nicht, ob ich jetzt... waren die bewaffnet? Also nö. Muss ich Angst haben? Nö, nicht ach, wirklich. Dann hau ich denen meine Mosin über den Schädel. Ja, wie gesagt, die laufen ja eh vor uns weg und der eine ist so im Roadrunner-Style. Ein Ortsschild! Nein! Zeit mal wieder die Russischkenntnisse aufzupolieren. CTA POE. Ist das irgendwo in eurer Gegend? Weiß ich nicht, ich habe auf dem zweiten Bildschirm nicht die Map gerade offen und will nicht wieder raustappen. Dafür haben wir Takeshi, der nicht hier aufnimmt. Der kann rumtappen, wie er will. Ja, dafür muss ich erstmal ein Gebüsch finden. Ich kann ja auch ganz einfach mein Tablet mal nehmen. Oh ja. Und kann da auch, Buchstabier nochmal. CTAPOE. Das ist... Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Da Reue. Okay. In der Nähe von Mister. Okay. Wenn du weiter nach Osten läufst, dann kommst du auch zu uns. Das hört sich vielversprechend an. Aber wo ist Osten? Ja! Ganz genau. Ja, Osten ist... Nach Osten läufst du, wenn die Küste rechts von dir ist. Ich habe keine Küste. Die wurde mir weggenommen. Du musst ja gerade auf die Küste zulaufen. Die Sonne musst du... Momentan die Sonne ist im Nordwesten. Okay. Musst du ein Stück rechts hinter dir lassen. Stück rechts hinter mir. Okay. Okay. Ich lauf einfach. Ja, schaust du mal, wo du rauskommst, mein Buch. Na, sicher. Sicher dat. Das magst. Ah, ich bin jetzt bei eurem Selbstmordturm. Na, ich noch nicht ganz. Müsst ihr auch bald vorbeikommen. Den zwei Brücken da und so. Mhm. So, die Sonne ist jetzt ungefähr schräg rechts hinter mir. Ich laufe jetzt hier über Berg und Tal. Schräg links hinter dir sein. Schräg rechts, habt ihr gesagt. Nee, schräg links, weil die im Nordwest, die Küste muss rechts von dir sein. Okay, also schräg links hinter mir. Schräg links, ja. Also so lang. Also wenn ich zur Küste schaue, ist sie ein Stück rechts, aber hinter ihm. Ja, bei mir ist er aber schräg links hinter mir und ich laufe der Küste lang. Er muss ja auf die Küste zulaufen. Ja, klar, aber... ja, auf der Küste ist er schräg rechts. Ich bin verloren, ich bin verloren. Jungs, kümmert euch nicht um mich, ich suche mir mein Ende hier in den Wäldern. Leg dich mit dem Grizzlybär an. Ja, ich werde hier irgendwie einsam zugrunde gehen. Ich sehe da vorne, glaube ich, auch den Selbstmordturm übrigens.
lauf jetzt auf den Selbstmordturm zu, Takeshi. Ja, das ist doch... Mitten auf der Straße und da liegen Klamotten rum. Das ist doch, legendär. Auf jeden Fall. Hier liegt eine Black Jeans, die habe ich schon, die brauche ich nicht. Hatte ich mir vorhin auch so gedacht. Flashlight und Schuhe, brauche ich auch nicht. Flashlight, wer braucht das? Siehst du da vorne mitten auf der Straße, neben dem Selbstmordturm, oder ist das ein Zombie? Also ich bin das nicht. Das ist glaube ich ein Zombie. Jetzt nämlich bei der Brücke die Straße rüber geht und lauf jetzt zu der Brücke, wo die Fliegen rüber gehen. Nee, das ist auch ein Zombie. Der kommt auch schon auf mich zu, ich werde gleich wieder boxen dürfen. Ich hab eine Axt. Egal, ich box den um. Ich mach dann den Ringrichter, wenn ich das sehe. Eine der größten Herausforderungen in DayZ: eine Colaflasche öffnen, sich was zu trinken eingießen und gleichzeitig die W-Taste gedrückt halten. Oh ja. Das ist also... Oder mit einem Zombie boxen und gleichzeitig so eine Vitaminladung in der Hand zu halten. Oh ja. So, Zombie erledigt, ich gehe jetzt zum Selbstmordturm. Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn Frauen schlagen nicht korrekt ist in dem Spiel, ob dann Selbstmordturm moralisch und ethisch angemessen ist? Das machen die Leute ja freiwillig. Die Frau wird vielleicht nicht immer freiwillig geschlagen. Wollte ich gerade sagen, der Zombie will das vielleicht nicht. Der will das vielleicht nicht, hätte ich sie vorher fragen sollen. Ja, bitte. Aber ich meine... Ich weiß, ob du die Antwort verstehen kannst. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht bei Julians Blog, dass wir irgendwelche Frauenschläger-Tutorials machen. Das ist richtig, aber ich meine, so wie sie angezogen war und so wie sie aussah, wollte sie schon, dass... Die wollte das auch, ja, hatte ich so das Gefühl. Hatte ein Fetisch für, ich weiß. Das ist die Ausrede für alles. Das hat mal, irgendwo gab es den Fall mal, dass wirklich sich ein, oder es gibt ja öfter, dass Vergewaltiger sich so eben rechtfertigen, von wegen, die Frau hätte sich so angezogen und bla bla. Und da hat der Richter gesagt, es gibt keine Begründung, selbst wenn sie nackt auf dem Auto, auf der Motorhaube gelegen hätte und da an sich rumgespielt hätte, wäre das immer noch kein eindeutiges Zeichen dafür gewesen, dass sie es auch gewollt hätte. Und ich finde, das ist eine sehr richtige Ansicht. Eigentlich schon, ja, aber... Aber ich will das jetzt Ganze auch nicht abgleiten lassen in moralische Diskussionen, auch später nicht in den Comments. Thema Vergewaltigung, abgleiten. Ah! Kapiert. Eigentlich abgleiten sollte das gar kein Gag werden. Das ist einer der wenigen ungeskripteten Momente hier in dem Stream. Also. Ja, stimmt. Und jetzt sonst in dem Augenblick. Alles nur von Zetteln ab, ja, übrigens. Und jetzt in dem Augenblick schmeißt auch mein Drehbuchautor gerade den Stift weg und hält mir einen Zettel hoch. Ich kündige. Danke, Haggis. Jo, bitte. Ich habe übrigens gerade wieder einen roten Motorradhelm gefunden. Darf ich mir wieder eine Frau von der Straße suchen, die hier den Drehbuchautoren für mich macht mit der Fußfessel? Das ist schön. So, das war das letzte zum Thema Frauen und Schlagen und einem Fesseln. Und Fesseln. Ein Rucksack, Man. ein Rucksack. Ein Mountainbike. Vielleicht den Jackpot gezogen, wa? Ja. Ich höre die Zombies, aber es ist mir egal. Verdammter Lacker. Bin zu doof, dich zu finden. Hab ich gerade festgestellt. Ich weiß nicht, ich bin gerade auch schon wieder quer durch die Stadt gerannt. Noch ein Mountainbike. Ich kann mir aussuchen, ob ich einen roten oder einen blauen möchte. Ich laufe jetzt einfach mal vor zur Straße. Ich bin bei dieser Lagerhalle. Lagerhalle, Am Wasser. Bei den Brücken. Bei diesen Brücken, wo du vorhin drüber bist. Da laufe ich jetzt die Hauptstraße lang. Wieder zurück Richtung Selbstmordturm. So. Sehe so ein dickes Plakat jetzt. Ja, lauf einfach mal zurück aus der Richtung, wo du gekommen bist. Wir sind, glaube ich, schon aneinander vorbeigelaufen. Oder wir definieren Selbstmordturm auf zwei unterschiedliche Objekte. Ja, ich meine halt dieses komische Silo-Fass-Dings da. Also ich bin recht küstenlastig. Ah ja. Ja. Oh. Da vorne steht doch jemand auf der Straße, das könntest doch du sein. Eines Splitting-Axe. Ich glaube, du kommst mir gerade entgegen.
So, jetzt komm mal her, du blöder Zombie. Wo bist du? Ja? Ich sehe jemand am Horizont auf dich zukommen. Nein, leider nicht. Ich dich nehme ich schon, oder zumindest irgendwen. Kommt auf jeden Fall erstmal eine Kurve. Nee, das ist gerade Strecke, wo ich gerade auf einen zulauf. Hallo, geil. Nee, das bist du nicht. Das ist irgendeine Tusse. Also ich bin jetzt genau bei den Brücken. Okay, dann laufe ich wieder zurück. Hey! Wo bist du, Zombie? Du machst Geräusche, aber ich sehe dir nicht. Oh, ich habe sogar den Healthy-Status, sehe ich gerade. Oha. Es sind sogar zwei Zombies. Ich habe den sehr coolen Hungry-Status. Hätte zwei Dosen geben könnte. Das wäre nicht also, schlecht, vor allem wenn du die auch noch aufmachen könntest. Ich habe eine Axt zum wiederholten Male. Oh, da fällt mir gerade was ein. Ich habe ja eine Axt. Damit kann ich so eine Dings aufmachen und kann was essen. Ja. Ha! Ich wäre doch fast verhungert mit einer Axt in der Hand. Und da einer. Da muss ich mit meinen guten Tipps kommen. Ja, und einer Dose gebackenen Bohnen. Also ich laufe jetzt auch so eine leichte Kurve entlang und sehe schon die Brücke vor mir. Okay. Ich bin jetzt gleich auf der Brücke. Da ist eine Tankstelle dahinter, ne? Dahinter ja, aber noch ein ganzes Ende weiter hinten, ne? Nee, also bei mir ist direkt eine Tankstelle hinter der Brücke, wo ich mein. Küste rechts oder links von dir? Rechts. Ach, das. Gut. Dann bin ich noch ein Stück zu weit, da muss ich dir doch noch. Ja, du meintest den viel größeren Turm mit Selbstmordturm, den meine ich gar nicht. Den sehe ich da jetzt nämlich auch. Ja, da versuche ich mich immer umzubringen, weil da bin ich auch definitiv tot. Ja, ich meinte immer dieses kleine, runde, einzelne Silo. Obwohl ich ja schon mal aus einem Absatz, der 1,50 hoch war, gestorben bin. Ja. Das ist immer. Oh, mein Finger wird immer dunkler, also wäre echt cool, wenn ich gleich was zu essen krieg von dir. Ich bin satt, ich bin satt. Ella Badge. Fuba, Fuba. Ich hab ne Axt, ich hab ne Axt. Und ich hab ja, diesmal ich hab vorher mit den Zombies gesprochen und die wollten, dass ich ihren Kopf spalte. Ach, guck mal, da sehe ich dich doch schon. Ah, scheiße, ich bin aus Versehen rausgetappt. Nein, oh, ich muss sprinten. Ich habe zwei Zombies hinter mir. Hilf mir da, Cashy. Mit erhobener Axt voran. Ich renne einfach mal straight voll an dir vorbei. Und guck dir zu, wie du das handhabst. Bleib mir auch erstmal stehen. Ja, das ist doch schön. Dam, dadadam, dadadam, dadadam. Und ich treffe nicht. Und schon wieder nicht. Und schon wieder. Jetzt einmal. Damn X-Skills. Ich bin am Starving machen hier. Ja, dann lass mal kurz runter was. Zur Küste. Weichei, Weichei. Dann stehen wir nicht ganz so offen. Ignoriere einfach die provokanten Sprüche. Ich war mindestens 20 Minuten Starving. Oh, und jetzt schön mit der Faust auf den Hinterkopf geben und ihm all seine Sachen klauen. Ich hab ja noch nicht mal viel, ich hab ja noch nicht mal einen Rucksack. Ja, aber du hast eine Mosin und eine Axt. Mosin und eine Muni. Ja, aber eine Axt. Im Zeitalter, wo selbst ein Gewehr auf dem Rücken ein Statussymbol ist, ja, würde ich aufpassen, was du mit dem Haggis machst. Oh, erstmal die Dosen hier wegsnacken, ey, du bist gerade mein Lebensretter. Ich dachte, das war's jetzt zum Thema Frauen, Haggis. Interpretationssache. Naja. Oh ja, click it like Beckham. Ja.
Boah, oh, ich wurde geblendet von der Sonne. So, ich habe die beiden Dosen aufgegessen. Von mir aus können wir gleich weiterziehen. Warte, ich trinke erstmal ein Bier. Oh, ja. Hat gute Rasputin, sagst du? Ja, immer rein damit. Bloß wenn ich jetzt anfange zu bluten, haben wir ein Problem. Oder zumindest ich. Also ich habe noch einmal Rex dabei. Bist du so oder war ich das? Ich bin es, weil ich vorhin gehittet wurde vom Zombie. Ach, schlecht. Ja. So, Zwangsernährung ist auch sichergestellt. Ich habe Desinfektionsspray, Leute. Oh, ist ja schön. Und ich sehe schon Küste. Wir laufen mal Richtung Elektra, hätte ich jetzt gesagt, oder? Einfach weil wir jetzt da auf dem Server noch nicht waren, sondern immer in die andere Richtung gelaufen sind. Und immer gnadenlos abgeschossen wurden. Oder vom Schiff gefallen sind. Ja, ebenfalls ein sehr gnadenloser Tod. Gute Voraussetzung für weitere lange Spielzeiten mit ja. dem Charakter. Und grandiose Folgen. Das auf jeden Fall. Wenn doch einige den Spaß haben, wenn sie dir beim Spielen zu gucken. Oh ja, ich habe ja heute schon gefühlt 15 Folgen mindestens aufgenommen, glaube ich. Es müsste sich langsam der Terabyte-Grenze nähern. Könnte sein, Gott sei Dank habe ich hier noch eine 4 Terabyte Festplatte eingebaut, auf der ich aufnehmen kann. Also wenn ich dir zugucken würde, glaube ich, hätte ich schon einen blauen Fleck auf der Stirn, weil ich so oft mit der Hand dagegen geschlagen hätte. Das ist durchaus möglich, ja. Das ist Fernsehen zum Mitmachen, liebe Zuschauer. Oh. Zombie, wo bist du? Aber ich habe heute zum ersten Mal festgestellt, man braucht Zombies eigentlich gar nicht groß beachten. Selbst wenn sie hinter einem her sind, kann man immer noch... Sie los. Ja, man kann sogar nebenbei looten. Ja, Problem ist halt, ich habe nicht gerne so viel Stress beim Looten. Weil ich lege ja auch sehr viel Wert auf den Style-Faktor. Und da muss ich erstmal gucken, ob die Farbe der Schuhe zu meiner Hose passt. Und das denn er hat das Style und das Geld. Ich wollte gucken, ob ich da trinken kann, aber das ist, glaube ich, zu nah am Meer dran. Da schwappt das Salzwasser immer rüber. Ah, jetzt müssen wir gucken, wo sind wir denn hier überhaupt genau? Auf dem Weg nach Elektro, in irgendeinem Kaff, Namen, den keiner kennt. Da geht doch. Aber hier war ich heute schon so oft, da dürfte es nicht mehr viel zu holen geben. Ich hätte gern Munition, das ist das Einzige. Die hatte ich vorhin sogar mal dabei. War das bevor oder nachdem du dich vom Schiff gestürzt hast? Das war da, wo ich zuerst erschossen wurde, wo ich auf dem Weg zu dir war mit dem Schweden. Ah. Da hatte ich doch die Mosin-Muni dabei. Hier liegt noch mal eine Taschenlampe auf dem Boden. Ey, wenn du jetzt hier schon so rumstöhnst, ne? Ja. Möchtest du vielleicht einmal Painkillers haben? Oh, wenn du die dabei hast, dann gib die mal her, vielleicht hilft das ja. Aber ich höre schon wieder irgendwie was. Ja, ich höre auch schon wieder irgendwo einen Zombie. Komm bestimmt gleich hier durch die Wand. Schauen wir mal, ich nehme jetzt erstmal deine Painkillers. Auch schön finde ich, dass sie jetzt die Animation geändert haben für die Tabletten. Genau, das ist das eine positive. Das Negative daran ist, dass ich es komisch finde, dass es so klingt, als würde man Chips oder Reis essen. Ja, der zerkaut die Tablette halt. Übrigens, das hier meinte ich mit Selbstmordturm. Ah, ach, da kann man sich ja nur die Beine brechen. Nee, da kann man auch sterben dran. Also, ich bin da bisher immer gestorben. Ich habe mir allgemein noch nie die Beine gebrochen in der Standalone. Ah ja, meiner stöhnt übrigens immer noch. Ich muss dazu sagen, ich in der Tat auch nicht. Also, wie gesagt, das einzig Komische, was mir passiert ist, dass ich aus 1,5 Meter Höhe gestorben bin. Ich bin in so einem komischen Lagerhaus mal an einem anderen Mitspieler so komisch vorbeigeglitscht und bin dann dadurch runtergefallen. Da hatte ich mir auch das Bein gebrochen. Aber mit Stöckern kann man das dann schienen. Ja, aber ist das schon drin? Ja. Also kann man die schon bauen? Ja, kann man.
Okay. Er hat das nämlich gemacht. Sonst hätte ich Ah, auch das ist nicht sehr mehr gut. laufen können. Also die Painkillers helfen übrigens nicht, der Schreit stöhnt immer noch rum. Schade. Da Hält er brauchst jetzt du, auch glaube ich, genug. Morphin oder Alkohol. Hält er jetzt auch genug Abstand zu dir? Na, hier war übrigens das, was ich vorhin meinte mit den Schuhen und der Jeans und so. Okay, das mit dem Meer in der Nähe war gelogen. Irgendwann Was kommt ist er da am los? Nordwest-Airfield an. Ich sag's dir. Ja, oder der läuft so weit aus der Map raus, dass einfach alles um ihn herum aufhört. Ja, ich Dass stehe dann einfach den einfach Rand der irgendwann Map erreicht. im Nichts. Ja, es gibt immer noch normal, also untexturierten Boden, der immer so ein bisschen hügelig geradeaus geht, aber ohne Bäume und sonst was. Ich sage Bescheid, wenn ich da bin. Alles klar. Schick eine Postkarte Ne, bitte. mach ich. Hier aus dem Niemandsland. Mach ein paar Reisefotos, so Selfies und so. Mit so einem Zombie im Arm, ja? Oh ja, bitte. Am besten auch so streichelnd. Ja, klar. Das wäre schön. Und das hier ist Hank. Hank habe ich auf dem Weg getroffen. Hank hatte nie viel zu sagen auf unserer Reise. Aber Aber er er hat war, ständig Hunger. genau, er war mir ein treuer Begleiter, der meine Vorräte weggefressen hat. So muss das sein. Ein sehr angenehmer, aber sehr hungriger Begleiter, Und nicht so gesprächig. der komischerweise ständig an meinen Kopf wollte. Ja. Hat ab und zu immer angefangen, mir an den Beinen rumzunagen. Ja, hast auch schon Schlafmangel jetzt, ne, weil du immer aufpassen musstest. Da habe ich ihn angebunden, den Henk. Erst am einen Bein, als er das dann durchgebissen hatte und sich freigebissen hatte, habe ich ihn am anderen Bein festgebunden. Und dann habe ich ihn Ja, eigentlich nur noch hinter mir hergeschliffen. das wäre doch echt noch ein viel besseres Motiv für eine Postkarte, so ein angebundener Zombie. Das ist Mit einer raus. Sprechblase, wish you were here, ja? Ja, oder. Nee, eigentlich viel cooler noch, wenn du drüber schreibst, dann so, das ist übrigens der Horst, auf den immer alle warten müssen. Hey! Boah! Wer ist Horst? Genau. Wer ist eigentlich Horst? Und warum warten auf den immer alle? Jungs, ich sehe das Ja. Meer, ich sehe das Meer. Cool. Ja. Wilson, das Meer. Wenn du dann das Meer hast, links von dir halten und Richtung Elektro laufen. Okay. Ich mach mal auch hier so Roadrunner-mäßig. Ja, das war auch ungefähr hier, wo ich die vorhin getroffen hatte. Genau so kam der da durchgelaufen. Muss mal auf den Hals gucken, wie weit er den durchstrecken kann. Ja. Bisschen ungesund aus, finde ich. Ich glaube, darüber macht er sich in dem Moment keine Gedanken. Ach komm schon. Machst du das? Ach ja, weißt du gar nicht, wie das geht? Nee. Ach so, mit den Fäusten hoch, ja. Genau. Ah, sehr geil. Solltest du aber nicht allzu oft machen, weil ich Du glaube, wirst zurückgesetzt. die Engine verträgt das nicht so wirklich, da stürzt mir das Spiel von ab. Naja, aber hier ungefähr, wo wir das gerade gemacht haben, kam mir auch der Roadrunner-Typ entgegen, ja? Ach, weißt du, was auch sehr witzig aussieht, wenn du so läufst? Aber da komme ich mir ein bisschen wie so ein. Naja. Hat aber was. Vor allem auch mit der Kopfposition. Aber ich Das sag sieht dazu jetzt schon mal sehr stylisch nichts. aus. Oh, jetzt fing es schon an zu laggen. Ich hätte. Dass mir das Spiel noch abstürzt. Ja, das wollen wir ja nicht. Jetzt, wo ihr euch gerade gefunden habt, wollen wir das frische Paar Richtig. ja nicht trennen.
Nicht so wie du und dein Schweden vorhin, den guten alten Daniel. Der gute alte Daniel, you'll never be forgotten, Daniel. Vielleicht zieht er das ja eines Tages. Rest in peace, Daniel. Rest in peace. Er hat's ja überlebt, im Gegensatz zu uns zwei, zumindest als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Rest in peace. Der wird ja auch gedacht haben, woher kennt er meinen Namen und warum springt der Typ vom Schiff? Ich war so fokussiert darauf, Daniel anzugucken, damit ich gesehen, dass vor mir das Schiff aufhört. Glitch, glitch, glitch. Erstmal durch zwei Türen geglitscht. Den ärgerlichsten Tod war bei mir auf dem Airfield. Und zwar meide ich seitdem übrigens Leitern. Ich ja, wollte von oben das die, nicht. Wollte von oben die Leiter hinuntersteigen. Glitsche 2 Meter weg vom Gebäude und fall runter. Kenn ich. Oder dass du noch so einen schönen Übersteiger machst, bevor du die Leiter runterkletterst. Oder läuft der Hase über die Straße, guck mal. Was? Ja, da läuft ein Hase bei mir, ich lauf drauf zu. Ich weiß ja nicht, in was du genommen hast, dass du hier einen Hasen siehst, aber... Der hat die Hase direkt vor mir. Die Painkiller weggeschnupft. Hast du doch ein Bier getrunken, von dem ich nichts weiß? Völlig? Ja, da ist ein Hase, ich boxe ihn grad. Jetzt ist er stehen geblieben. Haggis, den Hasen. Haggis, die Painkiller waren Zäpfchen, ne? Mir egal, ich habe jetzt den Hasen geboxt, jetzt ist er hier stehen geblieben. Da, wo ich hinhau, guck mal. Takeshi, bitte sag mir, dass du auch den Hasen siehst. Wenn du ihn nicht siehst, kannst du ihn ungefähr am Part 32 von meinen YouTube-Folgen angucken. Jetzt, oh, der richtet sich auf, der war voll süß. Der hat so nach oben geguckt und Mädchen gemacht. Oh Gott, ist der süß. Ich glaube, die Painkillers wirken in Zusammenhang mit irgendwas anderem, was er getrunken hat. Naja, wenn man Zäpfchen frisst. Ja. Also, der war gerade voll süß, wie der so Männchen gemacht hat. Oh, war der goldig. Ja, lass mal weiter. Ich nehme mal noch einen Painkiller, wir haben eh nur noch einen übrig. Aber. Press mir doch nicht alles weg. Ach. Darfst doch Haggis nicht sagen, dass du Painkiller dabei hast. Eben, und vor allem ihm diese nicht in die Hand drücken. Danke. Hey. Oh, grausame Welt. Ja, der Hase war echt voll goldig. Ich hab mir irgendwann auch mal den Spaß gemacht, zu dieser Insel da vorne zu schwimmen. Und? War da was? Ja, in der Tat ist da eine Hütte drauf. Apropos, hier vorne gibt's einen Tümpel, da können wir erstmal trinken. Ja, ich habe zwar immer noch den Healthy-Status, aber... Ja, das kann trotzdem nicht schaden, zu trinken, wenn man kann. Wie hast du denn den diesmal wieder bekommen? Powdered Milk habe ich gefunden und komplett gegessen und eine Dose und noch ein bisschen was getrunken. Musst du diese Powdered Milk noch mischen? Oder nee, kannst du... Einfach essen. Du kriegst zwar davon mega Durst, aber ich war gerade an einem Brunnen. Ja. Und im Endeffekt, ja. Okay, weil ich hab immer gedacht, die müsstest du noch mischen, deswegen habe ich die mal liegen lassen, die Milk. Ich sollte es hier eigentlich mischen, aber das geht noch nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Okay. Ach, naja, gut. Ich hab die auf jeden Fall komplett aufgegessen. Dann war ich eine ganze Weile stuffed. Als ich dann vorhin dieses Moment hatte, hatte ich dann den Healthy-Status bekommen. Was mir im Moment leider nichts bringt, weil ich bin ja nicht irgendwie. Im Gegensatz zu mir, bist du nicht verwundet. Ja, oder im Gegensatz zu mir. Bin immer noch stolz auf die Mosin, die ich auf dem Rücken habe, auch wenn ich sie nicht benutzen kann. Ich habe sie zum ersten Mal selbst gefunden. Nach knappen 120 Spielstunden übrigens. Ich habe einen Motorradhelm. Ja, ich auch. Und drunter eine Payday-Maske. Was total bescheuert aussieht. Oh ja, aber ich kann das halt. Nase der Maske guckt so raus. Ja, wenn man jetzt die Farben weglässt, sieht es aus, als wärst du ein Schwein. Doch schön. Wer schießt denn schon auf Schweine? Eben. Hungrige Leute. Quatsch. Oh, dammit, Haggis. Ich gehe davon aus, dass die alle vorbildliche Vegetarier sind.
Aber natürlich, in einer postapokalyptischen Welt, in der es sowieso kaum noch Ressourcen gibt, warum sollte man da auch Schwe Fleisch fressen, wenn es einem gerade vor der Nase rumspringt? Eben, Dann das sind wir könnte ja doch auch ein lieber, Zombieschwein sein. dann sind Denkt mal drüber wir nach. lieber moralisch korrekt und essen kein Fleisch. Eben. Wir haben ja eh kein Salz. Richtig. Stimmt. Meersalz, links von uns, jede Na gut. Menge. Okay, dann immer noch kein Senf, sag ich schon. Ja, Kein Senf ist Pfeffer. wichtig. Senf wäre eh wichtiger als Pfeffer. Ja, vor allem, wenn du das Schwein so lange in Meerwasser einlegst, glaube ich, dass das Fleisch ziemlich komisch wird. Ja, du könntest ja das Meersalz aus dem Meerwasser extrahieren, und Um was ein gar nicht mal so schwer ist. mit dem Sieb, ne? Oder? Also Ein mit bisschen Filter. Verdunstung. Nein, du Nein, musst mit Filter. Verdunstung schaffen. Hier zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, einen großen Topf nimmst, dort das Wasser hineinmachst, dann noch einen kleinen Topf reinstellst, Klarsichtfolie rüber machst und einen Stein oben rauflegst, sodass das Wasser in der Sonne verdampfen kann, sich an der Folie sammelt und in den kleinen Behälter reinläuft, dann bleibt das Salz zurück. Okay. Wieder was gelernt. Ich hätte es mit dem Kaffeefilter probiert. Ich musste jetzt einmal mit meinem Galileo-Wissen protzen. Wer weiß, was du da rausgefiltert hättest. Ich wollte auch gerade sagen. Ein Autoreifen. Nummernschilder, den weißen Heiter 1 bis 5. Genau. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Warst du hier zufällig auch schon mal? Ich war hier heute auch schon mal, ja. Ich war heute schon fast überall. Also alles östlich von Elektro war ich schon mal, nur in Elektro selber noch nicht. Und in Tscherno war ich kurz, da habe ich ja den einen erschossen. Brauche noch 3 Kilometer bis Elektro. Ja, das haben wir ja bald. Jack, hast du jetzt rausgefunden, wo du bist mittlerweile? Lass mich kurz nachdenken. Nein. Oh, das kam aber zügig. Ich habe ja vorher Raum und Zeit geschaffen durch das, weißt du? Ach ja. Rhetorikkurs Part 1. Ja, da bin ich noch nicht so gut drin. Also ich bin hier bei Schienen, auf Schienen. Ah, ich sehe das so auf dem zweiten Bildschirm, aber noch kann ich dir nichts Genaues sagen, wo du bist. Ein rotes Haus, ein Bahnübergang, ein Ortsschild. Gehen wir doch mal zum Ortsschild. Entgegen aller Guides, die man bisher gelesen hat, wir gucken uns das Ortsschild an. Aber irgendwie leckt's gerade ziemlich. Oh, was liegt denn hier? Hier liegt die grüne Jeans. Boah, geil. Also auf jeden Fall habe ich noch 3 Kilometer bis Kamibovo. So, ich habe jetzt mir die grünen Jeans mitgenommen. Wir sind jetzt, glaube ich, in Kamishovo, oder? Das könnte sein, ja. Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach Trapjack. Wollen wir auf ihn warten oder ihm entgegengehen? Können wir auch tun, ja. Sehnsucht nach mir, oh Gott, wie Dann sind süß. wir alle dreimal vereint hier in diesem Stream, in dieser Aufnahme. Überhaupt. Ja, das Kommt, war eigentlich. wie die Power Kommt Ranger. mir entgegen und vereint euch mit mir. Oh Gott, ich habe das Beste gefunden überhaupt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Eine Taschenlampe. In der Tat. und eine Batterie dazu, an der du liegen kannst. Ja, was totaler Blödsinn ist. Quatsch. Ein totaler Blödsinn ist, dass du anhand dessen sagen kannst, genau welchen Füllstand die Batterie hat, beziehungsweise wie voll sie ist. Also, ich meine, dass sie voll ist, ja, das kannst du damit vielleicht rausfinden, aber wie voll genau? So. Ach, übrigens, Haggis, du hattest doch mal gesagt, null positiv kann man überall hineinpumpen als Blutgruppe, ja? Ja, sollte man eigentlich. War heute bewusstlos und nachdem man mich nach mehreren Versuchen mit einem Salinebeck dann wiedergeholt hat, weil die Defibrillatoren und Batterien total für den Arsch sind im Zusammenhalt. Ja. Und dann wollte ich mir eins von diesen 0 plus Blutdingern reinjagen. War ich wieder bewusstlos Ja. und bin dann auch irgendwann dran verreckt. Achso, eigentlich sollte man aber null überall reinjagen können.
Eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Irgendjemand meinte dann dazwischen, komischerweise hatte das mitbekommen, dass ich diese Null positiv reinhaben wollte. Meinte dann hinterher zu mir, ja, man muss wirklich die genau passende Blutgruppe haben. Es gibt keine, die man überall reinpumpen kann. Also eigentlich null geht überall rein, soweit ich jetzt weiß. Gut, vielleicht ist dann, wenn du null positiv hast und du dir null negativ gibst, dass es da einen Unterschied gibt, aber sonst ist null so eine, die kann dann alle eigentlich spenden. Vielleicht hast du wirklich Pech gehabt. Also Oder jetzt das mal Blut so war schon rein im Arsch. aus meiner Schullaufbahn her, habe ich eigentlich gelernt, dass null negativ das einzige ist, was man überall verwenden Ja, kann. dann ist es vielleicht doch.